Liebe Leute, hallo, herzlich willkommen zurück. In dieser Folge erleben wir vielleicht nicht die Rückkehr der Jedi-Ritter, aber mal mindestens die Rückkehr der Kreuzritter ins Heilige Land. Krieg gegen Syrien in 7 Tagen, in 7 göttlichen Tagen soll er beginnen, denn die Lage ist günstig. Vom Osten werden sie angegriffen, vom Süden werden sie angegriffen. Wir sehen, dass hier schon Festungen besetzt sind. Ihre Flotte wird gerade durch die der Mamelucken blockiert. Wir haben die Möglichkeit, über den Golf von Zypern einzufallen mit unseren 9000 Mann unter der Führung von Johannes Paulus de Gramont. Und genau das werden wir tun. Liebe Leute, wir haben einiges vor in dieser Episode. Letzte Folge war recht friedlich. Damit ist es jetzt vorbei. Wir laufen aus. Wir warten nur auf den Diplomaten. 8000 Mann können direkt starten. Wir haben hier noch ein Schiff, ne? Das können wir da noch mit reinziehen. Hallo, wo ist es? Das ist es. Und dann ist es soweit am 8. Juni 1478. Wir erklären Syrien den Krieg. Sie haben nur einen ganz schwachen Verbündeten, der keine Rolle spielen wird. Ihr Militär darf einfach nicht mehr existent sein. Aber zur Sicherheit werden wir nach Tarablus einmarschieren. Uns hier in den Hochebenen positionieren und dann gucken. Im Bestfall sofort Damaskus angreifen, sofort die Festung, bevor die Mamelucken da sind. Aber wir wissen natürlich, so eine Landung dauert seine Zeit. Deswegen hoffen wir das Beste. Erklären den Krieg. Hasa ist sogar raus. Unsere Verbündeten brauchen wir hier neben Tarablus noch dann direkt als Kriegsziel. Ach, guck mal, hier sehen wir es sogar. 6000 Mann. Die haben wahrscheinlich noch ordentlich Reserve. Das heißt, das ist durchaus Risiko, dass sie die auch ausheben können. Gerade wenn hier dieser Krieg im Osten endet. Aber sei es drum. Lass es uns tun. Es beginnt, liebe Leute. 23. Juli. Puh, das dauert eine ganze Weile. Was wir tun können, habe ich gesehen. Wir können einfach noch... Es sind auch nur plus 5% noch Militärtech 7 mitnehmen. Geht ja vor allem um Artillerie, aber Militärtaktik ist ordentlich. Ist es richtig ordentlich. Das nehmen wir noch mit. Dann müssen wir auch keine Moral oder sowas noch jetzt aufbauen, sondern wir sind direkt online, sage ich mal. Gucken mal, was geht. Ich glaube, wir müssen 2 Sachen berücksichtigen. Einerseits sicher stehen, uns nicht jetzt hinreißen lassen, sage ich mal. Ja, jetzt nicht irgendwie Truppen aufteilen und versuchen, hier auf Teufel komm raus, so viele Provinzen wie möglich zu nehmen. Gleichwohl müssen wir versuchen, Provinzen zu nehmen. Also ohne geht es natürlich auch nicht. Vor allen Dingen, weil uns jetzt hier die Feinde zuvorkommen werden. So, Damaskus wird schon belagert, alles klar. Naja, gut, naja, gut. Spielt eine untergeordnete Rolle für mich, aber nicht irrelevant. Welche Staatsgebiete wir haben, ne? Es gibt Syrien als Staat und es gibt Adana als Staat. Wenn man die Wahl hat, dann will man natürlich immer eher Land in einem Staatsgebiet haben. So, ich würde sagen, wir lassen genug für die Belagerung zurück. Aha, okay, warte mal. Wie marschiert man? Okay, wir... Ah, ist gar nicht. Guck mal, wir können nach Damaskus. Wir können nicht direkt nach Homs. Man muss oben rüber marschieren. Okay, dann nehme ich die... Wie kann ich mich bewegen? Okay, ich kann nach Damaskus. Damaskus kontrolliert aber Saida. Okay, ich kann hier... Kann es sein, dass Damaskus die Bewegung komplett kontrolliert? Ich müsste über Antakya wahrscheinlich. Okay. Dann nehme ich erst... Und das ist gar nicht verkehrt, was nämlich jetzt passieren will. Wenn wir jetzt die Provinz nehmen, die Zeit nehmen wir uns, wird die Flotte rausgedrängt. Wofür benötigt Gott schon Gold? Zurückhaltung des Zehns. Nee. Steuereinnahmen global für 20. Für den Papstanfluss. Ich meine, im Sinne des Roleplays wecken wir nicht den Zorn der Kirche. Wir werden damit belohnt, dass wir hier auf 69% kommen und kriegen dadurch nämlich auch saftige Boni hier. Zack, so nämlich. Ja, wer mit Gott ist, mit dem ist auch Gott. Macht dieser Satz Sinn? Ich glaube schon. Ich nehme die 1000 Mann. Wobei, es wird schneller
Die Besatzung muss schneller rumgehen als. Moment. Ein Transportschiff, was ich gerade vorhabe, ist diese 1000 Mann hier vorzuziehen. Warte, lasse ich hier. Die schließen wir an. Die segeln los. Die Maschinen hier. Ich will diese Küstenprovinz nehmen. Genau, jetzt wird die mamelukische Armada hier gleich auf die syrische knallen. Das verschafft uns dann eben auch die Möglichkeit, uns hier relativ frei, glaube ich, zu bewegen. Schade. Na gut, aber es war abzusehen, ne? Dass die Mamelucken hier just in dem Moment attackieren würden. Also wir gucken nochmal. Da kann ich. Ich kann jetzt wirklich nur nach Damaskus. Das macht keinen Sinn. Das wird sich das Mamelukenreich nehmen. Ich möchte Homs eigentlich besetzen. Damaskus, ehrlicherweise natürlich die Perle hier mit 20 Entwicklung. Andererseits hier Antakya. Und wir wissen ja auch nicht, wie viel Land sie hier nehmen, ne? Wobei dann wieder, wollen wir eine Grenze zu den Osmanen? Eigentlich nicht. Aber ich würde sagen, wir besetzen erstmal so viel wie irgendwie möglich. So, es kommt zur Seeschlacht. Ich möchte diese Seeschlacht eigentlich... Worauf ich gerade warte, ist, dass die Seeschlacht abgeschlossen ist. Dass ich mit der Flotte in den Hafen einlaufen kann. Wie viel Minus machen wir? Eine Karte. So, jetzt sind wir hier nämlich frei gewissermaßen. Kann ich die Armee jetzt hier aufnehmen? Ich könnte auch 1000 Mann nach Saida schicken. Ist ja vielleicht auch nicht unklug, einfach von der Seeseite her zu landen. Also wird es ein Thema nicht zu sehr aufteilen, aber ich glaube, das ist in Ordnung. Moment. Genau. Die Hauptarmee macht diesen Weg. Und was jetzt hier noch übrig bleibt, schicke ich hier in die Landung von Seeseite her. Dann wird wieder die Schlacht mit den Osmanen, sag ich schon, mit den Mamelucken getriggert. Wir nehmen jetzt hier diese Provinz. Ich finde es immer manchmal ein bisschen irreführend, ne? Wann nehmt ihr die? Kann ich mich einfach in den Hafen durch einlaufen? Ah, wir starten einfach mal so. Okay, das sind syrische Truppen. Nicht jetzt haben wir hier so eine kleine Brücke geschaffen. So, wartet. Wir brechen das hier ab. Gehen direkt in den Hafen. So, hier wird das Ganze schon kontrolliert. So, und jetzt müsste ich von hier doch aber den Weg machen können. Genau, jetzt kann ich hier hintenrum aufräumen. So, das war ja der Plan. Wir sind jetzt nicht ganz 1000 Mann mehr, aber auch in Ordnung. Der Feind hat nichts, ne? Naja. 8000 Mann. Okay, ich bin gewarnt. Aber wenn ich die hier wegfrühstücken kann, wir wissen nicht, was hier noch so ist, ne? Ich glaube, hier ist aber Wüste, ne? Zeichnet sich, glaube ich, so ab. Jetzt erkennen wir hier auch ein bisschen mehr. Was wir halt noch nicht hinkriegen, ist eine Festung mal zu nehmen. So, die werden verstärkt, ne? Dann kann ich hier auch... Die 1000 Mann lasse ich da unten. Sobald die... Moment mal, doch, okay. Guck mal, wenn es so aus. Ich war gerade kurz schockiert. Ich dachte, da stehen syrische Truppen. Was ist das? Banner der Armada. Wir nehmen Homs, wir nehmen Hama. Wir marschieren weiter. Wir nehmen erstmal alles, was es geht an Land und dann müssen wir so ein bisschen gucken. Wir können, glaube ich, auch abwarten, quasi wie dieser Friedensvertrag hier zwischen Kara. Yunlu ausfällt und unseren. Okay. Jetzt haben wir hier die Möglichkeit zu marschieren. Jetzt zentrieren wir nämlich die Truppe. Okay, weil Damaskus jetzt gefallen ist, haben wir auch die Möglichkeit, uns da zu bewegen. Es kommt wieder zur Seeschlacht. Das ist in Ordnung für uns. Wir ziehen jetzt alle Truppen zusammen. Hier ist noch eine Provinz, da komme ich, glaube ich, nicht wirklich sinnvoll hin. Wo sind die 8000 Mann, fragt man sich, ne? Nicht ungefährlich, aber wir haben jetzt gleich 9000 hier zentriert und wir sind militärisch überlegen. Derweil können wir immer mal wieder noch einen Blick riskieren, ob man hier noch irgendwo Sklaven
Ich glaube, die Küsten sind eigentlich erschöpft. Ich glaube, hier kann man auch gar nicht nehmen. Ah ja, das ist alles erst in den 80ern quasi. Ah, oh, ich bin aufgeregt. Ich hab richtig Bock, lol. Kann ich erkennen, ob hier noch. Das ist wirklich Wüste hier, glaube ich. Das ist unpassierbares Terrain. Während das sehe ich ja zum Beispiel, dass hier noch eine Provinz ist. Und ich glaube, dass hier wirklich alles ein Bereich ist, der nicht passierbar ist. Ist natürlich auch teuer, sage ich mal, im Sinne von. Wobei, ist es nicht Arid, oder? Was ist dieses Terrain hier, ne? Versorgungslimit nochmal reduziert wird. Aber natürlich verlieren wir hier trotzdem Truppen. Wo ist eure Armee? 6000, naja. Wir haben auf jeden Fall ordentlich Land genommen. Das ist positiv. Das ist sehr stark. Was wir nicht haben, ist Kriegsstand aktuell, weil wir keine Festung haben. Und auch noch keine Schlacht oder sowas schlagen mussten. Was wir sehen, ist, dass jetzt hier komplett. Okay. Es wurde Frieden gemacht. Mardint Tatmor Suvaida. Ich glaube, wir halten jetzt hier wirklich den äußersten östlichen Punkt. Ich glaube, sie müssten komplett besetzt sein. Ich weiß nicht, sie haben angeblich noch 5000 Mann, wo auch immer die sind. Kann sein, dass sie hier aktiv waren, dann würden sie natürlich hier in das Land zurückkommen. Aber wenn wir jetzt Khalab nehmen, dann haben wir eigentlich alle Möglichkeiten. Okay, sind hier einmal außen rum geschehen. Aber gut, wir nehmen Khalab. Und dann müssen wir überlegen, wir müssen natürlich auch gucken, wie viel können wir überhaupt nehmen. Okay, die Mammuten helfen uns gewissermaßen gerade. Das ist nicht ganz ihr Plan gewesen. Wir werden gleich ein bisschen ins Minus kippen, das ist aber in Ordnung. Denn wir werden ja einiges aus Syrien rausholen für uns. Das wird sich auf jeden Fall lohnen. Beziehungen nicht vernachlässigen, Ragusa vielleicht mal wieder pushen. Das ist immer unschön. Ist unter 100 in unserem Verbündeten? Irgendwie eine geile Grenze aber, oder? Ich weiß nicht warum, aber auch die Farben machen es. Ich finde, es passt sehr, sehr schön zusammen. Wir verzichten auf. Ja, immerhin machen wir Plus, ne? Dann verzichte ich sogar auf ihn gern. Gefällt mir sehr, sehr gut, wie Ragusa aussieht irgendwie. Übrigens, kleines Detail mal, wenn wir hier auf die Belagerung gerade warten. Wir sind seit ein paar Tagen endlich mal YouTube-Partner geworden. Hätten wir, glaube ich, von den Werten mal irgendwie 1000 Abonnenten. Und, 4000 Wiedergabestunden in den letzten 12 Monaten hätten wir vor Jahren schon mal machen können. Haben es jetzt endlich mal gemacht. Und. Aber alle Videos auf nicht monetarisiert gesetzt. Mich würde interessieren, sieht jemand von euch Werbung, wenn er unsere Videos anklickt? Weil das will ich eigentlich nicht, das wollen wir beide eigentlich nicht. Weil A, mega nervig, B, wir würden 3 Euro damit verdienen oder sonst Quatsch. So, ne? Kosten-Nutzen stehen da überhaupt nicht im Verhältnis. Und also wenn ihr nicht eh einen Adblocker oder sowas benutzt und normal hier dieses Let's Play durchcode, sagt mir mal, ob da eigentlich Werbeanzeigen kommen. Weil wenn ja, dann sehen wir kein Euro davon oder Cent. Plus, wo ihr schon dabei seid. Aktuell, Stand jetzt, tatsächlich ist dieses Let's Play eines der erfolglosesten, was wir bisher so hatten an EU4-Formaten. Ganz eigenartig. Es wird kaum von außen geklickt. Ne? Mag auch daran liegen, dass ich jahrelang kein EU4, glaube ich, auf diesem Kanal gemacht habe. Aber selbst das allererste Let's Play, was ich damals mit Byzanz gemacht habe, hat irgendwie seine 4000 Klicks auf der ersten Folge. Wir stehen Stand jetzt bei keinen 300 auf diesem Let's Play. Nichtsdestotrotz, es macht mir mega Laune. Ich feiere es hart, dass ihr auch dabei seid. Aber ne, wenn ihr Bock habt, nochmal was zu liken, ehrlich gesagt, scheißegal, ob ihr jetzt diese Folge liked. Ich freue mich sehr, wenn ihr diese Folge liked. Aber liked eher nochmal die erste Folge. Pusht die nochmal. So. Aber jetzt zu viel wichtigeren Dingen. Ein neuer Großmeister, Johannes Paulus der Erste de Gramont, besteigt unseren kleinen Thron, nachdem der alte Großmeister gestorben ist. Jetzt müssen wir gucken, wen wollen wir zu seinem Nachfolger erklären. Erstmal gucken wir. Ja, wir geben noch mehr Autonomie nach Kefalonia. Das kommt eh kaum was raus. Das ist ein bisschen an Entwicklung. Der Mann ist schon 50, ne?
242. Wir haben gesagt, wir wollen unbedingt einen, der uns hier bei Administrativer hilft. Tut er jetzt natürlich begrenzt. Aber vielleicht sein Nachfolger. Können wir natürlich nicht steuern. Das müssen das Ding. Achso, genau. Ich wollte bei den Ständen gucken. Also wir müssen eigentlich entweder auf Kosten der Bourgeoisie oder auf Kosten des Klerus gehen. Klerus ist halt gerade geil. Deswegen vielleicht auf Kosten der Bourgeoisie. Okay. Griechische Abstammung. Starker Anspruch. 100 Punkte. Also ganz starker Anspruch auch. Das scheint sich jetzt auch gegeben zu haben, ne? Die haben jetzt alle mittlerweile starken Anspruch. Nicht mehr so ein Riesenthema. So, ich habe gesagt, wir gehen... Warum nicht, oder? 35 Jahre, wir gehen auf Kosten der Bourgeoisie und wir pushen weiter den Klerus. Oder heißt 343, das ist schon mal besser, ey. Für uns auf jeden Fall. Antonios Emanuel, hervorragend. Er ist fanatisch. Fanatisch finde ich fantastisch. Ah, das ist unser aktueller. Okay. Der nächste, er ist ruhig. Unser aktueller Großmeister, Missionarstärke plus 1, großartig und ein architektonischer Visionär. Heißt auch, wir kommen jetzt hier richtig zügig voran, ne? Das ist richtig gut. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Aber wenn ich was gelernt habe, dann ist es mich nicht zu früh über irgendwas in diesem Spiel zu freuen. Deswegen Demut, Leute. Wir haben gesehen, dass die Osmanen hier Kriege erklärt haben, ne? Nämlich gegen Kara. Koyunlu, die gerade erst ihren Krieg gegen Syrien gewonnen haben. Jetzt werden sie Opfer der osmanischen Aggression. Uiuiui, okay, die Ragusa könnten es schaffen hier, oder? Gegen die bosnischen Nationalisten, weil sie einfach den Terrainbonus haben. Sie schaffen es. Wir gucken, wenn unser Krieg vorbei ist, auch mal, wie so der Rest der Welt hier aussieht. Aber ja, ich glaube, die große Frage wird gleich sein, Grenze mit den Osmanen, ja oder nein? Alle okzitanischen Provinzen bekommen Unruhe. Wir haben keine. Wir haben nur griechische. Das ist auch gut. Ich habe vergessen, was Okzident eigentlich heißt. Orient, wenn ich mich nicht richtig erinnere, habe ich irgendwann mal als Fun Fact an der Stelle gelernt. Orient kommt, glaube ich, von, oder beziehungsweise es gibt einen Zusammenhang zwischen Orient und orientiert. Ne? Und ich meine, das hat was mit Orientierung nach Osten zu tun. Stichwort heilige Stätten. Oh Gott, ganz gefährliches Halbwissen gerade. Puh, warum verdienen wir so viel? Wechseln wir schnell das Thema. Weil wir, glaube ich, die Armeen verstärken müssen, weil wir hier so ultra viel gerade verlieren, weil die Mamluken hier mit draufstehen, ne? Ja. Das Gewicht der Armee ist so. Das finde ich immer ein bisschen unglücklich in der Übersetzung, weil wir gewinnen jetzt eh gleich die Belagerung. Mit 2 Darlehen kann ich leben und dann gucken wir mal, was für einen Frieden wir machen können. Beziehungsweise dann ziehen wir zumindest die Armee erstmal an die Küste zurück. Wir sind bei 64%. Keiner will jetzt hier natürlich zuerst den Frieden machen, ne? Haben übrigens auch unseren Anführer jetzt hier verloren. Ich würde fast jetzt unseren Großmeister, unseren aktuellen mal Syrien bedingungslos kapitulieren. Das ist gut, wir gucken gleich. Ich will hier nur einen neuen Anführer noch ernennen, nämlich den in dem Fall Herrscher mal. Das ist der, ist, auf den ich im Zweifelsfall verzichten könnte. Auch aber wieder gute Werte. Es sind aber auch Kreuzritter, ne? So, wir gucken erstmal, was ist theoretisch möglich. Einfach nur mal in der Masse. Ich gucke jetzt gar noch nicht, was für ein Land ich nehmen möchte. Okay, wir können wirklich alles an Land nehmen, was wir wollten. Machen wir nicht, weil dann hätten wir eine Koalition gegen uns. Wie viel Land können wir realistisch nehmen, ohne eine Koalition gegen uns? Gar nicht so viel. Okay, wir können eigentlich nur 3 Provinzen nehmen. Sonst heißt es Koalition. Und dann würde ich fast sagen, machen wir genau das hier, nämlich nehmen Saida, nehmen Tarabulus und wir nehmen Homs. Das sind 13, 16 und nochmal 5 Entwicklung. Uhalab. Saida. Richtig
nicht viel Entwicklung. Ja gut, das sind schon gute Provinzen, ne? Hier immerhin noch Baumwolle. Das hält sich hier in Grenzen, aber gut entwickelte Provinzen. Ich gucke gerade auch so ein bisschen nach den Gebäuden. Da ist aber nur Halab wirklich ausgebaut. Antakya, das sind schon attraktive Provinzen natürlich von den Handelsgütern hier auch, muss man sagen. Aber ich würde jetzt eher den, weil wenn ich jetzt hier oben das Land nehme, nehmen sich die Mamluken das südlich. Also muss ich auf jeden Fall die zwei Provinzen nehmen, um zu verhindern, dass die einfach durchbrechen. Ne? Also wir nehmen auf jeden Fall Tarablus, auch weil es unser Kriegsziel war. Saida haben wir auch einen Anspruch drauf. Macht es dadurch einen Ticken billiger, oder für uns? Ich mich irre. Küstenlinie ist irgendwie auch attraktiv, aber ich würde fast sagen, wir gehen so. Syrien kann in der Koalition geschenkt. Wenn ich das mache, habe ich sofort eine Koalition mit Mamelucken und Osmanen drin. Knapp aber, ne? Weil über 50 geht das los. Wir hatten die Osmanen auf 56. Okay, wir können nicht mehr machen als das eigentlich. Aber, wenn ich mich richtig erinnere, ist das eben auf Staatsgebiet. Na, das ist ein Staat, das ist eigentlich auch ganz attraktiv. Wir müssen auch gucken, was wir kontrollieren können, ne? Leute, wir gehen von drei Provinzen auf sechs Provinzen und haben die Möglichkeit, dann später im zweiten Krieg gegen Syrien hier noch weiter nach Norden durchzugehen. Beziehungsweise irgendwann vielleicht nach Süden gegen die Mamluken. Ich finde das ganz, ganz ausgezeichnet. Und wir können das eben abrunden mit Kriegsreparation. Weil wir nehmen jetzt wirklich alles raus, was wir irgendwie kriegen können. Boah, die haben richtig Asche. 285 Dukaten, die alle in unsere Kasse marschieren. Kriegsreparation, drei Provinzen. Ich kann auch Handelseinfluss übertragen, mitnehmen. Ja, was kann ich sie nicht machen, der Rest ist wäre nutzlos. Nehmen alles, was es gibt. Handelseinfluss, Dukaten, Kriegsreparation, drei Provinzen. Und dann ist er gemacht. Sehr, sehr gut für uns, dieser Frieden. Dachte, man könnte vielleicht eine Provinz mehr mitnehmen, aber das ist hervorragend. Das ist richtig gut. Die Mamluken werden sich hier den Rest nehmen. Sie können theoretisch, wenn sie hier durchgehen, natürlich Antakya nehmen. Aber sollen sie machen. Gibt ihnen dann die Grenze mit den Osmanen. Ich glaube, das ist das Wichtigste, dass wir die Landgrenze verhindert haben erstmal. Also die Armee aus dem Exil kommt zurück. Wir machen sofort Kernprovinzen. Ah, Homs können wir erst, wenn wir die Provinzen haben. Ne? Wenn es keine direkte Verbindung gibt. Das ist ein bisschen unelegant. Zu wenig Rivalen. Ja, wen können wir rivalisieren? Syrien würde sich an. Und das gucken wir uns gleich mal in Ruhe an, weil da Neapel dabei war. Das müssen wir uns auch zu einem späteren Zeitpunkt angucken. Okay. Das läuft. Jetzt muss ich erst die beiden hier. Wir haben jetzt hier auch keine Festung, ne? Da muss man vielleicht drüber nachdenken, wenn man hier irgendwann mal eine Festung auch noch setzt. Da sind es wirklich eine einzige Festung auf Ordos. Ist schon sehr wackelig mittlerweile. Neapel. Abbruch. Hat den Kirchenstaat und Tunesien zum Feind. Ich habe ja in der letzten Folge die Idee formuliert, über einen Krieg mit Genua an Neapel ranzukommen. Und hier dann einen Fußhalt vielleicht in Süditalien zu gewinnen. Wobei das natürlich auch gar nicht unser Gebiet ist. Wir sind eigentlich hier im östlichen Mittelmeer rum so sehr gut verankert. Deshalb mit Neapel möchte ich es mir jetzt noch nicht verscherzen eigentlich. Tunesien ist mir egal. Syrien ist ein guter Rivale, finde ich. Da werden wir tendenziell später auch einfach noch Ansprüche aufbauen. Bin sehr gespannt, ob die Mamluken das Land hier nehmen. Kann gut passieren, ne? Hatte ich jetzt nicht so auf dem Zettel, dass sie die Küstenprovinz natürlich nehmen könnten. Aber ich wollte die Küstenprovinz selber nicht haben, weil ich Angst habe vor der Landgrenze. Also wir können auf 10.000 erhöhen. Und jetzt müssen wir auch wirklich tierisch aufpassen, dass wir reagieren können. Wir gehen auf 10.000. Wir bauen noch. Eimerkanonen. Das ist tierisch teuer. Aber wir haben ordentlich Geld gerade verdient. Das heißt, wir können unser Darlehen zurückbezahlen. Wir können die Flotte, würde ich auch nochmal
bin fast geneigt, nochmal zwei Transportschiffe zu bauen, dass wir einfach in der Lage sind, unsere 10.000 Mann noch. Ich finde, 10 Transportschiffe ist ein ganz gute Base, sage ich mal. Das Rodos gerade so dermaßen aufgebracht. Das hier. Nö, ihr kriegt keinen Militärzugang, liebe Malung. Das ist nicht mal ein Problem. Da haben wir nämlich gleich 10.000 Mann und 10 Schiffe, mit denen wir sie auch gut bewegen können. Ich glaube, was uns diese Belagerung von Rodos nämlich gelehrt hat, dass wir hier flexibel bleiben müssen. Venedig hat Mailand den Krieg erklärt. Boah. Venedig ist on. Gegen Mailand, Korsika, Mantua, Bregenz. Gar kein Problem. Puh, und Frankreich von der anderen Seite. Jetzt erleben wir die mailändische Teilung. Auch hier, es ist wieder so saftig, das Land, ne? Wir freuen uns hier über die zwei, drei Provinzen, die wir genommen haben, aber Norditalien ist einfach ein Paradies natürlich. So, welche Revolte erwischt uns als erstes? Konvertierung erstmal erfolgreich von Rodos, sehr gut. Dann machen wir gleich weiter in Kefalonia. Also, wir haben syrische Nationalisten in 3 Jahren. Homs und Tarabulus. Orthodoxe Fanatiker, kein Problem. Die kommen eher auch auf Kefalonia und dann libanesische Nationalisten. Okay. Gucken, ob es zu dieser Revolte kommen wird dann überhaupt. Wir behalten unsere Truppen hier auf jeden Fall im Süden dann. Gut. Ziehen uns hier zusammen. Was natürlich jetzt auch so eine Sache ist. Wir sind jetzt so gewissermaßen aus so einem Keil zwischen Osmanen und Mamelucken. Das ist auch vielleicht eine Position, in der man nicht unbedingt sein möchte. Gleichzeitig halten sie natürlich Alexandria. Also hier können die Osmanen natürlich durchaus Feuer sorgen in der Region. Verlieren die Ansprüche hier. Da. Das tut weh. Auch nur noch bis 1506 haben wir hier haben wir sie jetzt Kernprovinz. Wie viel Minus machen wir gerade? Eine Menge immer noch, ne? Warum ist das alles so teuer? Sollten aber investieren, wenn wir es können, ne? Festung deaktivieren wir. So eine Festung kostet halt aber auch Schweine viel Kohle, ne? 159. Puh. Das ist ordentlich. Ich hätte halt, könnte mir hier vorstellen, tatsächlich in der Hochebene eine Festung zu bauen. Aber das würde fast alles auffressen gerade. Also Marktplätze, finde ich, machen gerade nicht so viel Sinn. Solche Sachen brauchen wir nicht. Das brauchen wir auch alles eigentlich nicht. Wir haben das gebaut, was wir bauen müssen. Klar, man könnte hier noch eine Kaserne bauen. Man könnte theoretisch eine Kirche bauen. Vielleicht aber setzen wir die Kaserne, weil wir ja nicht ohne Grund auch sehr hoch gepusht. Das macht schon sehr viel Sinn, ne? Das Maximale hier rauszuholen. Alles klar. Ich glaube, wir gucken auch gleich, ob wir wieder irgendwo mit so einem Schiff aktiv werden können. Da ist noch ein bisschen Kohle drin. Vielleicht können wir davon dann eine Festung hier finanzieren. So ein bisschen, wo ich vielleicht nochmal die Beziehungen hochheben will. Polen marschiert Richtung Krim. Oh, spannend. Wir werden ein sehr, sehr starkes, vereintes Polen-Litauen erleben, wenn die Kronen wirklich mal dann zusammenfallen. Moskau macht aber auch schon brutal. Hat halt keine guten Alliierten, ne? Wenn Polen-Litauen sich nach Osten ausdehnt, kann es auch schwierig werden für Moskau. Aber was für sie wahrscheinlich super sinnvoll wäre, mal gegen Dänemark zu gehen. Um sich vor allem hier auch den Zugriff auf die Ostsee zu sichern. Okay, oh ja, erst wurde der Frieden gemacht, den ich befürchtet habe. Einige Provinzen müssen sie abtreten und Kriegsreparationen zahlen. Es bleiben aber 2 übrig. Und auf die werden wir jetzt einen Anspruch aufbauen.
Und mit dieser mamelukischen Provinz ist eigentlich der nächste Krieg zwischen Osmanen und Mamelucken eigentlich vorprogrammiert. Und wir sind so ein bisschen in zweiter Reihe, sage ich mal, was das angeht. Wir müssen jetzt aber auch immer aufpassen, ein Krieg mit den Mamelucken ist absolut realistisch, ne? Deswegen auch durchaus ein riskantes Ding, dass unsere Truppen hier stehen, solange wir auch keine Festung oder sowas haben. Weil ja, wir haben die Venezianer und wir haben Ragusa als Verbündete. Die würden uns mutmaßlich auch helfen. Bankrott. Allerdings, wie schnell? Also die Mamelucken haben ordentlich leiden müssen, aber sie stehen nicht ganz verkehrt da. Wie lange haben wir einen Waffenstillstand mit Syrien? Bis 94, okay. Das wird eine Weile dauern. Wie viel kriegen wir? Wir kriegen richtig viel Kriegsreparation. Oh. Warum hat sich das gerade so krass verändert? Wir kriegen ein bisschen Kriegsreparation. Ist so wahrscheinlich, weil das Land sich jetzt auch nochmal dramatisch verkleinert hat, ne? Wir kriegen prozentual natürlich jetzt 10% von, natürlich nur von dem, was sie jetzt noch haben mit ihren 12 Provinzen. Wir können hier hochgehen. Ich glaube, das macht schon Sinn, ne? Bis 5% Flottenmoral ist schon okay. Ist auf 84, ne? Das kann ja keiner Mensch merken. Hier könnten wir. Und danach hier. 31, immerhin. Also wir machen nach wie vor Verluste, aber sobald wir die Kernprovinzen haben. Ach, guck mal, hier ist doch nochmal ein bisschen Nahstärke. Schön. Bis 91. Jetzt geht's aber ruckzuck gleich. Okay, ich dachte, hier wäre wirklich Wüste, aber hier kommt erst die Wüste, ne? Ah, dann war das eh aber Land, was Akkonjundu hier schon besetzt hatte. Und sollen das jetzt hier rum gleich die, oh Gott, die osmanische Grenze kriegen. Sie kommen dann vielleicht zu uns, aber ich glaube, sie werden ja hier sich in dem Bereich ausdehnen wollen erstmal. Ein Schiff ist fertig, dann sind wir da auch bei 16, ne? Ich hätte gern auch eine wirklich größere Flotte bald mal. Die kommt aber auch zum Beispiel erst hier ganz hinten raus. Da müssen wir eine Menge Ideen für entwickeln. Die ersten haben es auch leider noch nicht so, finde ich. Wird erst später wirklich gut. Ah, das ist so gut. Das war richtig saftig. Ziehen hier alles zusammen. 31.000 Mamelucken. Eieieiei. Das wird ganz schwer für uns zu halten, wenn die Mamelucken wirklich ernst machen sollten. Aber ich weiß aktuell echt nicht, wer noch mit uns irgendwie in ein Bündnis gehen könnte. Oder wollte. Ich meine, Venedig ist stark. Venedig wird noch stärker werden gleich. Ich habe ein bisschen Angst, weil sie gerade erst Ferrara genommen haben. Wenn sie sich jetzt hier übernehmen, dass sich eine sehr, sehr starke Koalition gegen Venedig formt. Moskau stößt auch bis zu Krim vor. Ich will auf jeden Fall noch sehen, wie dieser Krieg hier ausgeht. Zwischen den Osmanen und unseren neu gewonnenen Nachbarn. Ansonsten stehen wir ganz gut da, würde ich sagen. Ne? Wir müssen jetzt eigentlich abwarten, was machen die Osmanen, was machen die Mamelucken. Wir können versuchen, dann später noch ein Land von Syrien zu nehmen, was auch nicht uninteressant ist. Akkonjundu. Das Ding ist, wir kennen halt. Das ist ein bisschen blöd. Wir kennen diese Provinzen tatsächlich einfach nicht. Aber je nachdem, wie schlecht die gleich dastehen sollten, könnte es natürlich auch eine Idee sein, da weiter zu expandieren. Aber eins ist natürlich klar, das große Ziel muss es sein, dass wir uns hier Richtung Jerusalem irgendwann bewegen. Das geht dann nur über die Mamelucken. Und die sind auch sehr, sehr stark. Welche Mission habe ich abgeschlossen? Flotte der Kreuzritter. Ah, wir sind das erste Mal am Cap angekommen.
Kampfstärke Galeeren für 20 Jahre. Okay. Ja, okay, das sind ja die nächsten. Interessant, hätten wir an Antakya, dann würden wir einen dauerhaften Anspruch auf Syrien bekommen. Das ist jetzt ein bisschen falsch rum quasi. Wir nehmen es halt. Endlich meine Mission abgeschlossen. Die anderen nach wie vor schwierig. Puh. Immerhin, naja gut, wir haben jetzt einen dauerhaften Anspruch darauf. Oh, wir haben doch einiges an Ansprüchen jetzt hier im Norden. Okay, ich sollte die Mission vielleicht auch richtig lesen. Können wir uns das hier nämlich sparen. Wo haben wir jetzt noch einen dauerhaften? Wir haben vor allen Dingen auf das nördliche Syrien, ne? Adana, wahrscheinlich den kompletten Staat. Und dann wahrscheinlich an Tab ebenso. Ja, okay. Wir haben auf den kompletten Staat jetzt dadurch einen Anspruch. Das ist nicht verkehrt. Das ist ziemlich gut so, gell? Hier haben wir noch ein bisschen Ruhe. Hier sind wir gleich weiter mit dem, unserem heiligen Auftrag. Jedes weitere Schiff, was wir jetzt bauen, ne, wird auf jeden Fall werden Galeeren sein. So, unsere Standesagenda wurde jetzt im Lauch abgeschlossen. Kriegen wir, glaube ich, wie war das nochmal? Missionarstärke oder so? Das ist natürlich hart zu missionieren, ne? 50 Monate Homs. Aber wir müssen auch Homs erst zu einer Kernprovinz machen. Vorher ist das kein Thema. Das würde ich gerne noch mitnehmen. Weil ich dann den Staat, glaube ich, schon mal gründen kann und dann noch Homs hinzufüge. Eine sehr erfolgreiche Folge, finde ich. Oh ja, der Frieden wird gemacht. Eieieiei, das kann nicht gut sein, was Venedig da treibt. Parma, Cremona, Como. Hat Frankreich auch Land bekommen? Globale Unruhe runter, ist schön. Jetzt bin ich ganz aufgepasst, waren die. Ja, die führen ihren eigenen Krieg, okay. Genua auch, okay. Ach, Genua und Frankreich führen den eigenen. Obwohl Frankreich und Venedig, naja gut, aber Venedig hat es ja nicht wirklich nötig, sie mit reinzunehmen. Sowas ist immer stark hier. Mantua zum Beispiel ist hier so umschlossen. Egal, wohin du guckst, du siehst Venedig um dich herum. Das ist schwierig. Bologna geht es fast ähnlich. Also Norditalien wird langsam konsolidiert unter der Hand des Dogen. Aber ich habe wirklich Angst, dass sich eine Koalition bilden könnte. Ich verstehe nicht, wie die das schaffen, ehrlicherweise. Das wirkt unfassbar teuer. Wir hatten gerade fast eine Koalition aus Osmanen und Mamluken gegen uns, weil wir drei Provinzen genommen haben. Und die fressen hier sich durch Norditalien. Durch die Unruheunterdrückung gerade ist das hier nochmal günstiger für uns. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Dann würde ich fast sagen, ich baue den Anspruch gegenüber den Mamluken auf. Zum Beispiel auf Damaskus. Ramazan geht im Bündnis ein mit den Osmanen. Ich frage mich, warum die Osmanen hier nicht einfach drüber herfallen und die Provinz schlucken. Aber gut. Jetzt finde ich übrigens, ne, wir sind ja ein relativ katholisches Land. Wir hätten jetzt auch durchaus mal einen Kardinal verdient. Hätten jetzt zum Beispiel sogar schon wieder 50 Macht. Also das wird jetzt. Wird jetzt immer mehr. Und wir haben jetzt auch nicht mehr das Problem mit der Hingabe, ne, aufgrund der religiösen Einheit. Ist da was dabei, was wir haben wollen? Merkantilismus, diplomatische Reputation, ja, haben wir immer das Thema, ne? Wenn es irgendwie noch so ein Ticken braucht Richtung eines Bündnisses, aber da sehe ich gerade gar nichts. Schulden haben wir nicht. Die Stabilität könnte man natürlich daraufhin sparen. Moral brauchen wir gerade nicht. Und das läuft sogar noch. Dann sparen wir auf die Stabilität. Oh.
haben sogar endlich genug Punkte für eine Fähigkeit hier freigeschaltet. Das ist auch schön. Also ich muss Homs noch zur Kernprovinz machen. Danach kann ich sie alle zum Staat verwandeln. Alles klar. Okay, wir haben religiöser Eifer. Aber bis wann denn? Wo steht das? Bis 97. Ach so, weil sie zum sunnitischen Glauben konvertiert worden sind, oder? Oder? Nicht ganz sicher, warum die gerade Eifer haben. Aber gut, sei es drum. Können wir. Ah, schade eigentlich, dass das noch so lange dauert. Hein? Aber gut. Na gut, nehmen wir das hier auf die Schnelle noch mit. Staatserlass, um Unruhe runterzukriegen. Auswirkungen durch aggressive Expansion hätten wir gerade gebraucht. Nee. Kriegssteuerreduzierung. Naja, ist auch Quatsch. Wir haben so jetzt noch nicht so viel Kavallerie. Ist auch relativ teuer. Koloniale Entwicklung macht keinen Sinn. Kampfbonus für Terrain der Hauptstadt. Ist Küste. Also entweder das natürlich oder Auswirkungen aggressiver Expansion. Das meiste Terrain ist aber tatsächlich dann nicht Küste. Beziehungsweise gar nicht, ne? Wir hätten nicht viel davon, da wo ich uns in nächster Zeit kämpfen sehe. Dann nehmen wir auf. Ich nehme auf das. Ich finde, Zeitalter der Deckung hat auch nicht so die ganz spannenden Sachen irgendwie dabei. Ah, präsent auf zwei Kontinenten. Ja, das ist natürlich klar. Das kickt uns ein bisschen. Aber da sind die großen Perks, kommen, glaube ich, die spannenderen Zeitalter sind. Kommen später. Weil ich jetzt nicht im Sinne habe, was für Perks da eigentlich so bei sind. Aber ja, durch die erfüllte Aufgabe, durch die zwei. 30 Entwicklungen sehe ich, glaube ich, nicht. Ich will auch das goldene Zeitalter noch nicht beginnen. Das finde ich jetzt auch zu früh. So, Versammlung sparen wir uns auch nochmal auf. Nächste Folge können wir den Start ausrufen. Das wird uns sicherlich auch dann Richtung Truppenlimits nochmal helfen. Vielleicht kriegen wir dann sogar eine ausgeglichene Bilanz mal hin, obwohl wir Armee und Flotte gleichzeitig bezahlen. Wir werden, glaube ich, Küsten überfallen können. Das kann man nicht so jetzt schon. Zumindest hier direkt mal vor unser Hostel. Gucken wir uns auch nächste Folge nur an. Wir müssen aber auf der Hut sein, ne? Osmanen und Mamluken sind wirklich ein eigentlich noch größer gewordenes Risiko für uns, weil wir ihnen näher gekommen sind. Noch ganz kurz, ist das ein großer Krieg? Nein. In diesem Sinne, liebe Leute, macht's gut. Wir sehen uns zur nächsten Episode mit den Johannitern. Wir sind auf dem Weg ins Heilige Land.